Call of Duty Cold War. Schauen wir uns mal den Shit hier an, ne? Jane Berg, meine Freunde, was geht ab? Und zwar machen wir eine kleine Live-Reaction hier auf den Call of Duty Black Ops Cold War Reveal Trailer. Also ich bin hyped, Digga, auf das neue COD, weil ich brauche langsam echt ein neues COD, Digga. Und wie ihr mitbekommen habt, hier mein neues Bild von One Piece für meinen Stream-Hintergrund. Ich zeige euch das mal ein bisschen näher in die Kamera hier. Wartet. Zack, von Displayed. Anders krank. Hier, gönnt euch das mal. Das ist doch wild, oder nicht? Das ist doch wild. Wild, wild. So scheppern wir wieder ran hier. Zack. Ich hoffe, es hängt gut so. Ja, und dann starten wir mal hier mit der Live-Reaction, oder was sagt ihr? Zack, zack, Kopfhörer links, Kopfhöher rechts, Abfahrt. Drschk. Oh yeah! Dicken Cold War hier alle. Warte mal, ist das hier laut komplett? Jo, ist alles laut, passt. Warte mal, ich mach noch kurz lauter. Sorry. Immer lauter, besser. So laut wie geht, immer am besten. So, Abfahrt. Secret War, decades in the making. Das Lied ist mega krass. My fellow Americans. The White House, or what? Could well be mankind's last. We want to make this a more peaceful world. Oha! Quali sieht stramm aus. Die Quali erinnert mich ein bisschen an The Last of Us. Soviet Agent Perseus is in play. If he's active, something big is gonna happen. Animation war geil. The balance of the Cold War. The Cold War. Let's go find this shithead. Alter, Fernlenkladung, Fernlenkladung, wild. Also ich glaube bis jetzt, dass die Kampagne, muss die Kampagne sein. Also auf jeden Fall sieht wild aus bis jetzt. Also so von der Animation her, von der Quali her. Aber, ja, schauen wir weiter. Erstmal kein aber kann man später machen. President, is the threat real? Yes, sir, we believe it is. Give Mr. Adler whatever he wants. Whatever he wants. Whatever. Oh. Story muss krank sein. Bayonettangriff auf jeden Fall. I know you won't fail us. Voilà. 13. November. Alla oben Beta, wild. Wild. Scheiß auf den Shit, aber oben Beta, alle. Safe, der. Das Multiplayer. Autos? Papa. Worldwide Multiplayer Review. Ah, okay. Ja. Ich denke, hier gehen wir mal zurück. Dieses Datum, 3 Kreuze ins Kalender, Worldwide Multiplayer Reveal, 9. September. 9. September ist wann? Ey, 9. September, schnell Kalender gucken. Kalender. Digga, bin ich behindert? Wo ist mein Kalender? Ich gucke einfach bitte. Nein, Kalender, ich will euch das zeigen. Kalender, Junge, Mann! Wo ist mein Kalender? Wo ist mein Kalender, Digga? Digga, ich habe auf meinem Handy keinen Kalender. Da. 9. September. Der 9. September ist ein Mittwoch. Und da wird Multiplayer revealed. Also,
Dick Kreuz im Kalender, Kreuz im Kalender, Kreuz im Kalender, Kreuz im Kalender. Und ja, bis jetzt kann man noch nicht viel sagen, würde ich sagen, ne? Viel so Kampagne. Ich denke, mit den Autos am Ende war ein bisschen Warzone, könnte auch Kampagne sein. Aber ich bin hyped, Digga. Und ja, schauen wir, was die Zukunft sagt. Klar, es wurde schon Skill-Based Matchmaking bestätigt. Aber ich finde, in MW hat mich das auch nicht gejuckt. Natürlich für die Sniping-Con wird es ein Brecher, sag ich mal. Ja. Haut da rein. Und ich fahre morgen nach Polen.